Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Wir haben natürlich hier bei uns in Deutschland Geschichten, Sagen, Mythologien, Märchen ohne Ende und natürlich auch archäologische Funde und Stätten an jeder Ecke eigentlich, große und kleine. Viele davon gehen natürlich auf die Römer zurück, ist ja klar. Die Römer waren ja, sagen wir mal, bis zum Rhein und haben dort Städte gegründet oder Niederlassungen oder eben Festungen. Man denke hier natürlich an die Stadt Köln, die ja ursprünglich auf die Römer zurückgeht. Und so etwas haben wir hier überall, hierzulande findet man so etwas. Und die Stadt Trier an der Mosel geht ursprünglich auch auf die Römer zurück. Sie wurde von den Römern gegründet. So ungefähr 18, 17, 16 vor Christus. Da streiten sich die Archäologen, wann das genau gewesen sein soll. Aber es gibt auch in Trier archäologische Spuren. Na gut, es gibt welche, die sind 10.000 Jahre alt. Also aus der Steinzeit war das dort schon besiedelt, dieses Gebiet. Aber es gibt römische Funde, die schon so 30, 40 vor Christus datieren. Also die Römer waren schon eher dort an der Mosel. Und irgendwann haben sie eben dort die Stadt gegründet, die heutige Stadt Trier, so als kleine Ortschaft, als eine kleine Befestigung. Da hieß die noch Augusta Treverorum, glaube ich, so müsste man das aussprechen. Und zwar von Kaiser Augustus wurde sie eben gegründet. Das ist sehr interessant. Trier selber hat nämlich von den Römern noch sehr viele Hinterlassenschaften zu bieten. Überall gibt es noch archäologische Ruinen, Fundstücke in den Museen, natürlich selbstverständlich. Das berühmteste ist wahrscheinlich das Schwarze Tor, das Porta Nigra. Ihr seht es ja gerade im Bild. Das ist so ab 170 nach Christus als Teil der römischen bzw. der Befestigungsmauer, der Stadtmauer, da gebaut worden. Ist auch Weltkulturerbe der UNESCO. Dann gibt es römische Brücke noch, Amphitheater. Es gab dort auch ein ganzes Sportstadion. Eben, das ist aber heute nicht mehr erhalten. Aber eben Trier eine Geschichte. Eine Stadt mit einer langen römischen Geschichte und natürlich wird da immer noch gegraben und geforscht. Aber ganz interessant ist dann nicht nur diese gut dokumentierte Geschichte von Trier aus von der Römerzeit bis heute, sondern ein sogenanntes Rotes Haus. Das steht an einem Marktplatz in Trier und auf diesem Roten Haus, das ist ursprünglich 1684 gebaut worden, ist im Krieg zerstört worden, wurde dann wieder aufgebaut, befindet sich eine lateinische Inschrift und die preist eine sehr seltsame Geschichte. Und zwar steht dort übersetzt drauf, vor Rom stand Trier 1300 Jahre, möge es weiter bestehen und sich eines ewigen Friedens erfreuen. Also 1300 Jahre vor Rom stand Trier schon, steht dort in großen Lettern auf diesem sogenannten Roten Haus. Das wäre also ungefähr 2053 vor Christus gewesen, weil die römische Legende sagt, so dass 753 vor Christus Rom gegründet wurde von den legendären Romulus, deshalb ja auch der Name Rom. Das werdet ihr wahrscheinlich sogar in der Schule gelernt haben. Aber das soll eben im Jahre 753 vor Christus gewesen sein. Und damit wäre also heute, das heutige Trier, 2000 Jahre älter, als es die Geschichtsschreibung heute sagt. Und zwar wäre es genau 4074 Jahre alt. Das ist natürlich seltsam. Und was steckt denn dahinter? Wieso schreibt man sowas am Marktplatz auf eine Hauswand? Nun, das geht auf eine Gründungslegende der Stadt Trier zurück. Und die ist wirklich, die hat es quasi in sich. Die ist wirklich sehr interessant. Denn diese Gründungslegende sagt, dass Ninus oder Ninos, die Schreibweise variiert da, ein König aus Assyrien, also im heutigen Irak, im fernen Mesopotamien, im Zweistromland, im Prinzip der Gründer dieser Stadt ist, beziehungsweise sein Sohn. Und zwar heißt es in der Legende, also dieser Ninus selber ist schon allein eine Legende, er hat eben die Stadt Ninive gegründet und das ist im Irak oder auch unter Archäologen, in der Geschichte des Zweistromlandes oder in der Entwicklung der Kultur an sich ist das eine weltberühmte Stadt. Ninive, ihr kennt wahrscheinlich die Bibliothek von Ninive, da wurden Zehntausende von diesen sogenannten Tontafeln ausgegraben, so kleine Tafeln, aber auch größere, mit Keilschrift
Texten. Dann gibt es dort berühmte Ausgrabungen, haben da stattgefunden, schon im 19. Jahrhundert. Es wurden riesige Figuren gefunden, geflügelte Löwen und so etwas, Reliefs. Die sind zum Teil im Pergamonmuseum im heutigen Berlin zu bewundern, auf der Museumsinsel in Berlin. Wunderschön, lohnt sich immer. Und diese Stadt, man kann diese Stadt in Ninive also gar nicht hoch genug einstufen in der Geschichte von Mesopotamien, deren Königreiche Babylon und eben hier Assyrien als Hauptstadt von Assyrien. Dieser Ninus selber ist natürlich also geschichtlich erstmal so nicht zu greifen. Lateinische und vor allem griechische Historiker nennen ihn zum Beispiel Diodor von Sizilien, der lebte so im 1. Jahrhundert vor Christus, oder auch Strabon, der lebte so um Christi Geburt, erwähnen eben diese Figur als Gründer von Ninive, von dieser weltberühmten Stadt, in der Bibel, im Buch Genesis, Kapitel 10 ab Vers 8, ich glaube Vers 8 bis 10 ist das, steht, dass Nimrud es war, der diese Stadt gegründet hat, und das gibt es verschiedene Legenden und Mythen darüber. Er war so der erste König der Menschen, der erste, der Macht hatte, war ein mächtiger Jäger von dem Herrn, und er soll sogar für den Turmbau von Babylon verantwortlich sein. So sagen es jüdische Legenden, aber auch im Koran ist er zu finden. Andere Mythen und Geschichten über diesen Nimrud, über diesen mythischen Stadtgründer von Ninive, sagen sogar, dass er ein Riese gewesen ist. Ich habe mich in meinem Buch Rebellion der Astronautenwächter, ich blende euch da mal Cover ein, ich habe ganz, ganz zur Hand, intensiv mit befasst, mit diesen Legenden um diesen seltsamen ersten Gewaltherrscher der Menschheit, wie er auch genannt wird, der in direkter Geschlechterfolge übrigens von einem Sohn von Noah abstammen soll. Aber gehen wir mal in dieser Legende über diese Gründung der Stadt Trier weiter. Und da heißt es, als dieser Ninus oder Nimus, als dieser starb, hatte er zwei Söhne, und zwar sein Erstgeborener, Trebeta, den hatte er mit einer Beziehung mit einer anderen Königin, einer sumerischen Königin. Ihren Name wird nicht genannt, aber dann hatte er noch einen Sohn, der hieß Nina oder Ninias, da variiert auch die Schreibweise, und den hatte er mit seiner Gemahlin Semiramis. Und diese Semiramis, die ist auch schon wieder legendär, das ist nämlich die Königin mit den legendären hängenden Gärten von Babylon. Da habt ihr natürlich schon alle von gehört, das gehört ja zu den sieben Weltwundern. Aber diese Königin war eine mächtige Königin, kann man nicht so sagen. Sie war sehr machtbesessen, sie war machtgierig, so kann man es schon sagen. Sie wollte ihren Stiefsohn Trebeta nämlich heiraten, und der wollte das nicht. Und so hat sie quasi, es heißt in der Legende von der Gründung von Trier, dass sie ihn mit Hass überschüttet hat und verfolgt hat. Und so hat sie ihn irgendwann schließlich aus Ninive, nicht aus Ninive, sondern aus dem ganzen Königreich Assyrien, rausgejagt. Er ist geflohen mit einigen seiner Anhänger, mit seinen Getreuen, die ihm treu zur Seite standen, hat er also das Land verlassen. Und so sei er eine unbestimmte Zeit herumgezogen in der Welt und kam dann auch so nach Europa, und zwar ganz konkret nach Deutschland, zur Mosel, und da fand er es wunderschön. Und da heißt es in der Legende, nach langer Wanderung gelangten sie ins Moseltal. Gefangen von der Lieblichkeit der Landschaft, beschlossen sie dort zu bleiben und eine Stadt zu erbauen. Und diese Stadt war Trier, so sagt es eben dieser Mythos. Und der Name Trier leitet sich eben von diesem Trebeta ab. Er hatte übrigens natürlich auch einen Sohn, Ero wird er in diesen Geschichten genannt, und als er dann verstorben ist, hat dieser Ero seinen Vater ehrenvoll bestattet in den Jurabergen. Dort hat auch die Taten und das Leben seines Vaters in eine Marmorplatte gemeißelt, die er auch der Erde übergab, wahrscheinlich so als Grabbeigabe, und so hätte sich die Stadt dann langsam weiterentwickelt. Die Einheimischen, die Eingeborenen hätten dann sich auch weiter mit den Assyrern vermischt, und so kamen dann quasi 1300 Jahre später erst die Römer dahin, und so hätte sich die Stadt dann bis heute entwickelt. Das ist natürlich überaus spannend. Diese Herrscherin Semiramis, wer das genau war, das ist natürlich auch schon so eine Sache, ist ja genauso wie mit diesem biblischen Nimrod, ob es die überhaupt gegeben hat. Es gibt da verschiedene, auch römische Geschichtsschreiber, die von ihr berichten, so im 2. und 3. Jahrhundert ungefähr, sagte der Geschichtsschreiber Justin, dass sie eine ganz machtgierige Person war, die sich als Mann verkleidete, damit sie ihm König von Assyrien sein konnte. Und irgendwann stellte sie ihrem Sohn nach, dem passte das nicht, und der hatte sie so nach 40 oder 42 Jahren dann auch
ermordet. Eigentlich ist das so, von diesem alten Geschichtsschreiber, griechische, lateinische, römische, lässt keiner ein gutes Wort über diese Person. Sie wird auch mit einer reellen Königin in Zusammenhang gebracht. Sammubata, Sammuramata, da sind die Schreibweisen auch natürlich wieder völlig verschieden. Diese Deutung ist umstritten, aber die Person hat wohl wirklich existiert, aber erst so 800 vor Christus. Das passt also nicht mit der Gründungsgeschichte, mit der Legende von Trier zusammen. Ganz interessant ist natürlich, diese Trier-Sage hat natürlich auch einen Ursprung. Ja, den genauen Ursprung kennen wir nicht. Aber sie wurde erstmals aufgeschrieben, so ungefähr 1050, 1060 nach Christus natürlich. Und zwar in Historia Treverorum. Das ist so quasi Geschichte Triers von einem Mönch aus Trier, der sie da sehr umfangreich notiert. Das ist bis heute erhalten geblieben. Und von da verbreitete sich diese Legende in einigen weiteren Städten in Europa. In einigen muss man da schon in Anführungszeichen setzen, denn verschiedene Historiker, europäische, deutsche Historiker, die sich mit dieser Geschichte befasst haben, konnten über 50 verschiedene Quellen auftun, wo diese Legende zu finden ist, die sich so bis zum 15. Jahrhundert immer weiter verbreitet hat. Genau waren es sogar 52 Quellen. Und da variieren natürlich dann auch nicht nur die Schreibweisen, da variiert auch so ein bisschen das Jahr, die Angabe. In einer Version der Sage heißt es zum Beispiel, dass es nicht 1300 Jahre vor der Gründung Roms gewesen sein soll, sondern 1250 Jahre. Also wäre dann so das Jahr 2003 vor Christus. Archäologisch nachweisen kann man sowas natürlich nicht. Das wäre ja sensationell. Man stellt sich mal vor, die dort genannten Juraberge, dort wird irgendwann ein Grab gefunden und da drin befindet sich ein bestatteter, geflohener, rechtmäßiger Thronerbe eines Assyrerkönigs, also aus Assyrien, aus Mesopotamien. Dazu womöglich noch eine Marmortafel, in den wahrscheinlich dann in Keilschrift sein Leben und seine Taten notiert worden sind. Das wäre wirklich nicht nur eine archäologische Sensation hier in Deutschland, das wäre weltweit eine archäologische Sensation, denn dass irgendwelche Assyrer oder meinetwegen auch Babylonier oder vielleicht sogar Sumerer irgendwie wanderten und bis nach Europa ins wunderschöne Moseltal gekommen sind, da weiß man so natürlich durch die Geschichtsschreibung aus dem Nahen Osten, aus Mesopotamien, nichts von. Denn ich sagte ja vorhin, diese Stadt Ninive, die ist ja geschichtlich überhaupt nicht hoch genug einzuschätzen. Und durch die Bibliothek, die dort eben gefunden wurde, weiß man sehr viel über die Geschichte der verschiedenen Königreiche, sei es jetzt Akkad oder in Assyrien, Babylonien und so etwas. Aber dass da irgendwie ein König, ein Prinz oder ein verstoßener König aus dem Land gejagt wurde und bis nach Deutschland, bis nach Südwestdeutschland gekommen ist und dort die Stadt Trier gegründet hat, das finden wir dort nicht überliefert. Vielleicht taucht es ja irgendwann nochmal auf und vielleicht findet man tatsächlich im heutigen Trier bzw. in der Nähe vom heutigen Trier archäologische Funde, die diese Legende bestätigen. Persönlich glaube ich das nicht, aber es wäre wirklich sensationell. Ich wollte euch auf diese Legende, weil ich die so unglaublich interessant fand, mal in diesem Video darauf hinweisen. Diskutiert mal hier unten drunter, vielleicht kennt ihr selber noch so Legenden von irgendwelchen anderen Ortschaften, Städten oder Plätzen hier bei uns in Deutschland. Könnt ihr auch mal einen Kommentar hier unten drunter zuschreiben. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, vergesst kein Abo. Und ich sag mal tschüss, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge auf den Spuren des Unfassbaren. Euer Lars.